In dem heutigen Video werde ich euch einmal einen Überblick geben über die PsychoPy-Dokumentation. Eine Dokumentation für Computerprogramme, also für Software, aber auch meistens im Programmierkontext für Pakete oder für Libraries. Das ist essentiell, wenn man effektiv arbeiten will. Ihr habt in den vergangenen Videos gemerkt, ich habe immer wieder mir Funktionen aus dieser Dokumentation rausgezogen. Natürlich kann niemand von euch erwarten, und das sollte ihr auch gar nicht, alle diese Funktionen in irgendeiner Form auswendig zu lernen und sie dann sofort präsent zu haben, sondern wie jeder gute Programmierer das auch macht, schaut man nebenbei in die Dokumentation und macht sich im besten Fall vorher schon Gedanken, welche von diesen Funktionen werde ich denn eigentlich für mein Experiment benötigen. Also ihr habt einmal eine Dokumentation von PsychoPy, die ein bisschen oberflächlich die Best Practices dokumentiert. Da steht dann drin, wie man zum Beispiel Sachen installiert, wie man am besten ein Experiment implementiert, wenn man eine bestimmte Art von Experiment im Hinterkopf hat, beispielsweise wenn man ganz schnell hintereinander ein oder auch mehrere Stimuli präsentieren möchte. Aber generell findet ihr dort eine Liste von allen möglichen Funktionen, die es in PsychoPy gibt. Und da werfen wir jetzt erstmal systematisch einen Blick rein. Das erste, was ihr finden wird, ist hier, da gibt es so einen Knopf für Installation, falls ihr Probleme habt, also falls eure PsychoPy-Installation irgendwann einmal nicht mehr funktioniert. Dort findet ihr nochmal Schritt für Schritt Anleitung. Darüber sind wir jetzt hinaus, deswegen schauen wir uns jetzt im nächsten Teil einfach mal die Dokumentation an. Ihr findet das hier im Web unter www.psychopy.org. Das alles gibt es natürlich auch als PDF, das heißt, ihr könnt euch dieses Manual, diese Dokumentation einmal runterladen und natürlich auch als PDF von eurer Festplatte auslesen. So, dann schauen wir einmal hier. Ne? About PsychoPy, das ist für uns als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehr, sehr wichtig, weil wir ja irgendwann, wenn wir dieses Tool benutzt haben, auch ein Paper veröffentlichen wollen, und da müssen natürlich die Entwickler und Entwicklerinnen von PsychoPy auch genannt werden. Das heißt, hier hat man eine Übersicht darüber, wie man am besten die spezifische Version von PsychoPy zitiert und natürlich auch für welche Lizenzen das gilt. Das heißt, hier können wir davon ausgehen, dass wir PsychoPy für wissenschaftliche Zwecke nutzen können, für kommerzielle Zwecke wahrscheinlich eher nicht. Das ist aber für uns erstmal weniger relevant. Dann kommen wir einmal hier zur Dokumentation. Die Dokumentation, hier könnt ihr sehen, okay, hier haben wir auch einmal einen Link dazu zu About PsychoPy. Und dann gibt es General Issues, ihr habt das ja selber im Seminar gemerkt. Es gibt unterschiedliche Konfigurationen, unterschiedliche Betriebssysteme, und dann kommt eben noch der User vorne drauf. Das heißt, immer wieder wird man, egal ob man jetzt programmiert oder einfach nur installiert, auf Probleme stoßen, und diese Probleme, auf die sind auch andere Leute schon mal im Vorfeld gestoßen. Wenn da genug Leute zusammenkommen und wenn es dafür eine schöne Lösung gibt, dann findet ihr unter General Issues da eine Auflistung aller gängigen Probleme und deren Lösung. Dann hier habt ihr einmal nach der Installation Getting Started, wie man am besten in der Bilderfunktion sich orientieren kann. Darüber gehen wir dann auch hier weiter, nochmal ein bisschen in der Tiefe. Wir haben diese Schritte übersprungen, schlicht und ergreifend, weil ihr Python hier lernen sollt. Das heißt, wir sind direkt in die Coder-View gegangen und haben das Experiment direkt in Python-Code implementiert. Für alle Leute, die das vorhaben, es gibt eine Möglichkeit, auch PsychoPy zu benutzen, um Online-Experimente zu programmieren und natürlich auch zu veröffentlichen. Und da werden wir in einem der nächsten Videos näher darauf eingehen. Da habt ihr die Möglichkeit, innerhalb von dieser Bilderfunktion ein komplettes PsychoPy-Experiment zu bauen und gegebenenfalls anzupassen. Und das mittels eines sogenannten Pakets, das heißt PsychJS für JavaScript, in eine Web-Applikation, die im Browser läuft, zu übersetzen. Das aber dann in einem späteren Video nochmal mehr. Dann haben wir hier immer noch bei diesen eher generellen Informationen das, was ich vorhin schon einmal angesprochen hatte. Es gibt gerade im Feld der experimentellen Psychologie, aber natürlich auch der biologischen, aber auch im Bereich der Psychotherapieforschung immer wieder Experimente, wo man
großen Wert drauf legt, dass die Stimuli sehr, sehr präzise über einen bestimmten Zeitraum hinweg, der wahrscheinlich möglichst kurz ist oder wahrscheinlich sehr kurz ist, präsentiert werden. Da haben wir hier eine Übersicht über die Timing-Informationen, falls das für euch relevant ist. Hier sind die notwendigen Informationen, ansonsten könnt ihr auch mich anschreiben. Und ja, dann hier die Recipes, das ist für euch wahrscheinlich dann eher relevant. Dort hat man so ein bisschen Kochrezepte für alle, so ein bisschen wie die General Issues. Also wenn man es drauf anlegt, eine bestimmte Art von Experiment zu programmieren, das öfter verwendet wird, dann gibt es dafür ja bestimmte Anleitungen, bestimmte Rezepte, die man dann systematisch abarbeiten kann, wo die ganze Erfahrung auch von Leuten, die das vorher schon einmal gemacht haben, meistens mit einfließt. Die FAQs natürlich auch für euch interessant und für uns die Resources for Teaching. Das kann man natürlich auch als Student einmal anschauen. Da findet man auch weiterführende Links, Videotutorials nicht nur von uns, sondern auch von ganz vielen anderen hervorragenden Universitätsdozenten. Und da könnt ihr euch, wenn ihr euch mit der Materie noch mehr vertraut machen wollt, auch einen Blick reinwerfen. Wir widmen uns aber jetzt den größeren Teil. Wir werden uns jetzt das Manual für die API anschauen, für die ganzen Funktionen, die ihr innerhalb von Python nutzen könnt. Wir werfen jetzt einen Blick auf das eigentlich Wichtige, das Referenzmanual oder die API. Und wie gesagt, diese API ist dafür da, dass ihr einen Überblick darüber bekommt, welche Funktionalitäten eigentlich über PsychoPy angeboten werden und wie ihr die importieren könnt, aber auch natürlich, welche Eingaben ihr machen müsst, das heißt, welche Parameter ihr übergeben müsst, damit diese Funktion auch ordnungsgemäß ausgeführt werden kann. Und als erstes lohnt es sich, auf der PsychoPy-Webseite bei der Dokumentation einmal hier oben drauf zu schauen und dann hier hat man das APA-Manual und da seht ihr, kommt eine große Liste von Kategorien, die unterschiedliche Funktionen zusammenfassen. Und diese Funktionen ergeben hoffentlich meistens so Sinneinheiten. Ein sehr gutes Beispiel dafür sind in unserem Kontext, also im Bereich der experimentellen, allgemeinen, aber auch biologischen Psychologie, gibt es zumindest bei uns im Haus wenige Experimente, die ausschließlich auf auditorische Stimuli setzen. Das heißt, eine Kategorie, die existiert und die man für gewöhnlich immer braucht, ist PsychoPy.visual. Visual wird nicht nur dafür benutzt, um zum Beispiel visuelle Stimulation, also in unserem Beispiel waren das Mensch- und Katzenbilder, zu präsentieren, sondern wir können dort auch Instruktionen, aber auch Feedback und so weiter unseren Versuchspersonen präsentieren. Das heißt, immer eine dieser Kategorien, die ihr hier mittels dieser Dokumentation findet, die reflektiert auch, was ihr in dem Experiment machen wollt. Und deswegen ist es ungemein wichtig, dass ihr im Vorfeld zumindest wisst, welche Abfolge in eurem Experiment erfolgt. Also ihr werdet wahrscheinlich am Anfang die Instruktionen einblenden, danach werdet ihr einen Übungstrial haben, ihr könnt natürlich auf diesen Übungstrial verzichten. Und dann muss man sich danach Gedanken machen, okay, welche Funktion brauche ich denn jetzt nun, um zum Beispiel einen Text anzuzeigen? Welche Funktionen brauche ich, um zum Beispiel einen Knopfdruck adäquat aufzunehmen, aber auch, was mache ich, wenn zum Beispiel ein anderer Knopf gedrückt wird als vorgesehen und so weiter und so fort. Aber um erstmal den Überblick zu verschaffen, gehen wir hier einmal diese Kategorien durch. Wir machen das natürlich nicht für alle, schlicht und ergreifend, weil viele davon auch sehr kleinteilig sind und so kleinteilige Funktionen bereithalten, die wir hier für unser Seminar nicht brauchen werden. Die wichtigsten möchte ich euch aber trotzdem vorstellen. Und wir beginnen mit psychopy.core. Dort finden wir die gesamten Basisfunktionen. Und das ist eines dieser Submodule, Subkategorien, auf die ihr nicht verzichten könnt. Hier sind Funktionen drin, die zum Beispiel dazu führen, dass ihr euer Experiment abbrechen könnt. Wenn ihr meinen eigenen Code benutzt habt und die Videos gesehen habt, dann habt ihr sicherlich festgestellt, dass ich das Experiment immer über das Terminal beendet habe. Also ich bin in das Terminal, das PsychoPy-Ausführt gegangen und habe dort mit Steuerung C das Experiment abgebrochen. Das könnt ihr genauso gut über den Task Manager unter Windows machen.
Aber natürlich kann man auch das Experiment über einen Tastendruck beenden lassen. Typischerweise nimmt man dann dafür den Escape-Knopf und der Escape-Knopf, der würde dann einmal als Event, also wir würden dieses Zeigepie.event benutzen, genauso wie wir das in unserem Experiment mit den Katzen- und Menschenbildern gemacht haben. Wir würden dann nur zusätzlich neben A, L und Space auch Escape mit hinzunehmen und dann überprüfen, wenn, also wieder eine If-Else-Bedingung, wenn Escape gedrückt wird, dann würden wir von Zeigepie.core die Funktion quit aufrufen. Und diese Funktion quit macht genau das, was der Name sagt. Sie beendet nämlich das Experiment. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Anwendung für quit außerhalb von dem einem Knopfdruck. Beispielsweise, wenn alle Trials beendet sind, alle Blöcke abgelaufen sind und ihr im Vorfeld ein Abbruchkriterium definiert habt, beispielsweise in einem Lernexperiment. Aus irgendeinem Grund könnte man natürlich auch sagen, es gibt vielleicht eine Bedingung, in der eine Person genug gelernt hat und die letzten, meinetwegen über 100 Trials gar nicht mehr notwendig sind. Auch da könnte man dann dieses Abbruchkriterium definieren und über zeigepie.core diese Quit-Funktion aufrufen. Und das könnt ihr genauso, wie ihr das bei allen anderen Paketen gelernt habt, über mehrere Arten machen. Die gängigsten beiden wären einmal import zeigepie.core.quit as quit beispielsweise. Dort würdet ihr also die Quit-Funktion als Quit importieren, könnt natürlich auch alles andere nennen und dann könntet ihr diese Funktion über das Skript hinaus, über das Skript wieder aufrufen und dann würde dann die zeigepie.core.quit-Funktion ausgeführt. Die andere Möglichkeit wäre from zeigepie.core import quit. Das führt auf das gleiche hinaus. Da seid ihr dann natürlich auf den Namen quit festgelegt und könntet den nicht mehr ändern. Aber es ist ein guter Name, er spricht für sich selbst und auch ein Außenstehender kann auf Basis von diesem Namen relativ schnell herausfinden, was diese Funktion eigentlich macht. Und deswegen ist es gut, wenn man
wird nicht in dem Manual oder in der API so gut erklärt. Was hier aber gemacht wird, ist, dass man dieses GetTime mittels einem Punkt mit Countdown-Timer verbindet. Also ihr würdet dann sagen, meinetwegen ihr hättet CycloPy.core importiert und wolltet Countdown-Timer irgendwann starten und in einem bestimmten Teil in eurer Funktion würdet ihr dann sagen, Countdown-Timer.getTime und an diesem Zeitpunkt, beispielsweise wenn der Knopf gedrückt wird, dann würde der Timer einen Float ausspucken. Und so hangelt man sich immer weiter an dieser Dokumentation entlang, immer mit dem Wissen im Hinterkopf, was man eigentlich haben will. Und dann ist es eigentlich nur noch so eine Art Suche und man setzt die einzelnen Bausteine zusammen. Ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, Reset-Time zu benutzen. Also die Logik hinter diesen Clock-Funktionen ist immer gleich. Ihr baut eine Uhr, diese zählt entweder nach oben oder sie zählt nach unten, wenn sie ein Countdown-Timer ist. Ihr könnt mittels GetTime-Funktion sagen, ich möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt den Zustand von dieser Uhr zurückgemeldet bekommen. Aber ihr könntet natürlich auch sagen, mit jedem Mal, wo zum Beispiel ein Trial gestartet wird oder auch ein Block gestartet wird, dort möchte ich, dass diese bestimmte Clock zurückgesetzt wird und das wäre dann mit Reset Time. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum es neben der CycloPy.CoreClock auch noch CycloPy.Clock gibt und das ist so wie vieles manchmal auch einfach historisch gewachsen, es ist historisch begründet. Wenn ihr jetzt hier unter dem Reference Manual CycloPy.clock aufruft, dann seht ihr auf den ersten Blick, da sind eigentlich die Sachen identisch zu dem, was ihr zum Beispiel unter Core findet. Die Erklärung von den Entwicklern und Entwicklerinnen ist hier: Moved functionality from core.py, so common code base could be used in core.py and logging.py versus duplicating the get time and clock logic. Das heißt, hier hat man versucht, diese Codebasis ein bisschen besser, ein bisschen transparenter zu strukturieren, aber man möchte natürlich nicht darauf verzichten, dass dieser Code, der vielleicht im Vorfeld, also vor dieser Änderung des CycloPy-Codes, funktioniert hat, also beispielsweise der Experimentalcode aus dem Jahr 2011 oder so etwas, dass dieser Code immer noch kompatibel ist mit dem, was oder mit einer neueren Version von CycloPy. Deswegen fassen Entwickler und Entwicklerinnen manchmal eine ältere Codebasis nicht an und erweitern nur das, was sie hier an Code gemacht haben, um ein bisschen transparenter, ein bisschen intuitivere Funktionen zu ermöglichen. Aber ihr seht hier auch bei CycloPy.clock.clock, dass die Logik dahinter erhalten bleibt. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr nicht mit Core arbeitet, sondern hier mit CycloPy.clock.clock, dann bleibt die Logik erhalten. Ihr müsstet euch also nur in eines dieser beiden Dinge einlesen, um ein vollständiges Verständnis von dieser Core.clock oder von Clock.clock zu bekommen. Das nächste, was wir uns anschauen, ist einmal hier CycloPy.visual. Ich hatte es ja schon angesprochen. Die Präsentation visueller Stimuli ist super wichtig und entsprechend macht es auch Sinn für euch, dass ihr euch mit dieser Logik einmal vertraut macht. Und in dem Experiment, was wir zusammen gemacht haben, da habt ihr gesehen, ich hatte jedes Mal, wenn eine neue Funktion aufgerufen wird, dann habe ich ein Fenster mit übergeben. Ihr findet also hier diese Window-Funktion. Und diese Window-Funktion, die bleibt uns erhalten. Die überträgt von jedem Knopfdruck zu jedem Knopfdruck die Informationen, die wir im Vorfeld definiert haben, beispielsweise über die Auflösung von unserem Monitor. Da kann natürlich aber auch können so Sachen wie Refresh Rate, also die Bildwiederholungsrate mit drin sein. Da können Informationen darüber drin sein, wie der Abstand von unserer Versuchsperson zum Monitor ist, damit man genau festlegen kann, wie groß die einzelne visuelle Stimulation ist und damit sie konstant bleibt über verschiedene Bedingungen hinweg.
Und das alles habt ihr einmal im Vorfeld definiert und dann pro Funktion mit übergeben. Und hier unter Window findet ihr genau, wie man dieses Window definiert. Und ihr seht hier, da wird es auf einmal relativ unübersichtlich. Wenn ihr die Videos zu den Basics aufmerksam verfolgt habt, werdet ihr aber wissen, dass alles, was hier drin steht, Keyword-Arguments sind. Also diese Keyword-Arguments, das sind Argumente, die man nicht inhaltlich befüllen muss und die man natürlich auch, wenn man das möchte, einfach weglassen kann. Das heißt, es gibt immer eine Standardeinstellung. Immer wenn ihr CycoPy.visual.window aufruft, dann gibt es eine Standardeinstellung und beispielsweise Size, da müsste man hier schauen, okay, Size, da steht einmal 800 und 600 drin. Was bedeutet Size in diesem Fall? Und dann kann man hier in der Dokumentation, man muss sich natürlich darauf verlassen, dass der Code gut dokumentiert ist. In dem Fall haben wir Glück, wenn wir nach einer Erklärung für Size suchen, finden wir die. Einmal finden wir, okay, was ist dieses Keyword? Dann einmal, was verlangt es denn für einen Input? Array-like oder von Integern? Also es werden hier keine Floats, keine Fließkommazahlen akzeptiert, aber natürlich auch keine Strings. Und dahinter ist dann erklärt, was haben wir denn eigentlich zu erwarten, wenn wir diese Funktion aufrufen? Und wir erwarten, dass wir hier die Größe festlegen können des Fensters, das wir aufrufen für unser Experiment in Pixel. Und hier sagen wir auf einmal, okay, diese Pixel, die haben eigentlich logisch, es handelt sich um einen zweidimensionalen Bildschirm und die haben natürlich auch zwei Koordinaten und das ist x und y. Das heißt, wenn wir die Auflösung verändern wollen, also wenn wir keine Auflösung von 800 mal 600 Pixel haben wollen, dann müssten wir hier ein entsprechendes Array-like-Objekt, das aus Integern besteht, zwei Integer, um genau zu sein, übergeben. Als nächstes sieht man hier auch, okay, es ist eine Position, also pos, none. Und hier haben wir auch wieder eine Funktion, aber die ergibt sich so ein bisschen aus dem, was die Entwickler und Entwicklerinnen von CycoPy als Standard definiert haben. Das heißt, schauen hier einmal Position. Okay, es ist auch wieder ähnlich wie bei Size. Es soll ein Array-like Objekt sein, das besteht aus deren Elemente alles Integer sind. Und hier steht Location of the top left corner of the window on the screen, X and Y. Und hier haben wir, anders als bei den Textdokumenten, offenbar kein Default, der auf 0,0 hinauszielt, sondern hier wird dann ein Non-Objekt übergeben. Und wenn man die Fenster, also das Fenster auf dem Bildschirm verschieben möchte beispielsweise, dann müsste man hier Koordinaten übergeben. Und das macht auch Sinn, weil mit der Window-Funktion verschieben wir natürlich nur das Fenster und alles, was wir an Text zum Beispiel einblenden, aber auch an visuellen Stimuli. Das ist ja immer relativ zu dem Fenster. Das heißt, wir wissen ganz genau, bei einer bestimmten Größe, die wir hier angegeben haben, wo ist denn eigentlich so die Mitte von diesem Fenster. Aber wir haben ja mittels CycoPy nicht Zugriff auf den gesamten Bildschirm über das Betriebssystem, sondern nur auf das CycoPy-Window selber. Ja, das andere, wenn wir nochmal ganz kurz sagen, wir gehen das jetzt nicht alles komplett durch, aber nur damit ihr sozusagen die Logik dahinter versteht, wie man sich einmal durch so eine Dokumentation arbeiten kann. Als nächstes noch Color Space. Hier übergeben wir, sieht man schon, dass der Default ist RGB, also Red, Green, Blue. Das ist ein String hier und dann schauen wir mal da drauf. Das ist auch, na, das ist seltsam, sollte wahrscheinlich auch Array-like heißen. Auf Float und hier Color Background, das sind Floats, die wiederum für RGB stehen. Und diese Parameter hier, jeder von diesen RGB-Werten liegt im Wertebereich zwischen minus 1 und 1. Und wenn ihr diesen Wertebereich manipulieren wollt, also beispielsweise wenn ihr an Farbwahrnehmung arbeiten wollt und die Stimuli im Vorfeld nicht präsentieren wollt, sondern zum Beispiel mittels
der Zygopie-Funktionalitäten bearbeiten wollt, dann könnte man zum Beispiel hierüber definieren, dass der Rotanteil in diesem Bild beispielsweise immer bei 0 liegt oder vielleicht auch im negativen Bereich. Dann schauen wir nochmal weiter. Hier seht ihr auch dieses Visual-Paket oder diese Visual-Subkategorie, die ist sehr, sehr umfangreich, weil auch viel Forschung in diesem Bereich natürlich betrieben wird. Wir haben auf der anderen Seite auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Warper, wenn wir das präsentierte Fenster oder präsentierte Stimuli anpassen wollen an zum Beispiel Gegebenheiten von der Untergrundfläche. Also wenn wir sagen, wir hätten zum Beispiel eine konkave oder eine konvexe Oberfläche, auf die wir jetzt projizieren wollen, weil uns beispielsweise Tiefenwahrnehmung interessiert, dann müssten wir hier diese Warper-Funktion mit aufrufen, aber da gehen wir einfach schon zu tief in die Materie. Und das wissen auch die Zygopie-Entwickler und Entwicklerinnen offensichtlich, denn hier sagen sie schon, okay, wir wissen, commonly used, das sind diese drei Sachen, die wir hier oftmals nutzen werden, und das haben wir in dem Katzen- und Menschen-Experiment auch gemacht. Wir haben das Image-Stim. Also hier bietet sich uns die Möglichkeit, vordefinierte, auf der Festplatte liegende Bilder unseren Probanden und Probandinnen einzuspielen oder einfach eine Textstimulation oder eine Textbox. Schauen wir nochmal ganz schnell in die ImageStim rein. Dort können wir sehen, okay, wir haben eine Klasse wiederum, die Zygopie.visual.imageStim ist. Also vorher war hier Window, jetzt ist da ImageStim. Und ihr seht, alles sind wieder Keyword-Arguments, also alle haben einen bestimmten Default, den sie annehmen, wenn diese Funktion aufgerufen wird. Die einzige Ausnahme ist hier das Window. Dieses Window, das erinnert euch, wir haben es jedes Mal weiter mit übergeben. ImageStim braucht dieses Window. ImageStim nimmt oder wird euch einen Fehler anzeigen, wenn ihr kein vordefiniertes Fenster mit übergebt, und deswegen ist das hier kein Keyword-Argument. Das andere ist, warum man es machen sollte, erschließt sich mir nicht. Nichtsdestotrotz kann man die ImageStim-Funktion offenbar auch aufrufen, wenn man kein Bild präsentiert. Das heißt, der Default von ImageStim, von diesem Image-Parameter, der ist auch none. Und dann können wir noch Masken definieren. Masken, das ist eine eigene Subkategorie, das heißt, es ist ein eigenes Zygopie-Objekt, das euch zum Beispiel als Vignette ermöglicht, bestimmte Teile von dem Bild zu maskieren. Eine Vignette, das wäre dann beispielsweise, wenn man ausblenden möchte, wie und oder ob Haare zum Beispiel in einem Körper, also Barthaare ist jetzt natürlich die Ausnahme, aber da würde man mit einer Vignette so einmal um das Gesicht hinaus rumschneiden, und das verhindert wird, dass dort Haare präsentiert werden. Man kann natürlich auch andere Maskierungen benutzen, beispielsweise könnte man daran überlegen, es gibt auch noch die Filterfunktion, aber könnte auch weißes oder gausches Rauschen über ein Bild legen. Das geht auch mittels dieser Filterfunktion, und man könnte so systematisch zum Beispiel die Wahrnehmung von meistens Gesichtern, aber natürlich auch x-beliebigen anderen Stimuli manipulieren. Hier seht ihr diese Position, das haben wir relativ häufig benutzt. Diese Position ist auch wieder der Default, ist 0,0. Das ist natürlich relativ, also die Position dieses Bildes ist relativ zu dem Fenster, das übergeben wird. Und entsprechend weiß man hier, okay, diese XY-Koordinaten, da können wir den Mittel rausberechnen, und der ist die Mitte des Bildschirms ist in diesem Fall 0,0. So, ihr könnt natürlich auch, und das ist hier ist eine eigene, das ist fast so eine eigene Videoreihe wert, das ist relativ mächtig, was hier passiert. Sie können natürlich auch Shapes benutzen. Wir haben das ein einziges Mal benutzt, indem ich euch gezeigt habe, wie man aus diesen Shapes ein Fixationskreuz basteln kann. Diese Shapes, das ist verhältnismäßig aufwendig. Es wird in der Praxis oftmals auch darüber gelöst, dass man anstatt eines Fixationskreuzes, das zum Beispiel aus zwei Linien besteht, einfach
Großteil von euch auch noch Relevanz besitzt. Und deswegen schauen wir uns die auch dann nochmal in einem separaten Video an. Aber hier eine kurze Erklärung dazu sind die Rating Scales. Ihr findet die hier unter Other Stimuli und da unten sind Rating Scales. Die Psychopie-Dokumentation hier ist ein klein wenig anders aufgebaut. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Die Dokumentation ist quasi über ein Beispiel gelöst. Also hier wird euch zum Anfang ein einführender Text präsentiert, der euch dann wiederum mit mehreren Beispielen versorgt. Da werden wir gleich dieses 7-Punkte-Skala-Beispiel einmal durchgehen. Aber als erstes schauen wir nochmal, was wir eigentlich für Parameter übergeben können. Das steht hier unten. Wir haben also einmal wieder das Window, das wir übergeben müssen. Dann haben wir hier die Entscheidungsmöglichkeiten, also eine Liste von Items, aus denen die Versuchsperson dann entscheiden kann oder wählen kann. Und dann schauen wir nochmal, es gibt eine große Menge an möglichen weiteren Parametern, aber da werden wir dann gleich nochmal zu gegebener Zeit nochmal reinschauen. Als erstes schauen wir uns hier nochmal dieses Beispiel an. Wir haben also eine 7-Punkte-Likert-Skala. Wir übergeben hier einmal wieder das Window und haben dann eine Liste von Items. Das kann natürlich hier eine bestimmte Aussage sein, es kann eine Frage sein. Wir können hier auch wiederum ein Bild präsentieren oder sogar kleine Videoclips. Und dann haben wir hier das While-Statement und dann schauen wir uns einmal an, was hier passiert. Also da wird dieses Rating-Scale-Objekt, was hier aufgemacht wurde oder was hier aufgerufen würde, jetzt nochmal auf die Subkategorie No-Response angesprochen. Also während diese Rating-Scale-Objekt hier aktiv ist und keine Eingabe erfolgt ist, dann wird das Item, was im Vorfeld definiert wurde, das wird hier angezeigt. Natürlich gleichzeitig soll auch die Rating Scale angezeigt werden und das Fenster wird wieder über den Flip-Befehl aktualisiert. Also soweit, wie wir das hier sehen können, ist da nichts irgendwie groß anders. Das, was wir hier einmal machen können, ist, wir können uns anschauen, welche Eingabe denn erfolgt ist. Also das Rating wird genauso wie Event Get Keys aufgerufen über ein Objekt, das hier erzeugt wird. Und dann schauen wir uns das, welches Rating jetzt abgegeben wurde an, über den GetRating-Befehl. Wir können uns gleichzeitig auch noch anzeigen lassen oder ausgeben lassen, wie lange unsere Versuchsperson für diese Entscheidung gebraucht hat. Und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das schauen wir uns dann nochmal in einem separaten Video an, weil ich glaube, das ist für viele von euch interessant. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Psychopie.Events-Kategorie. Das ist auch eine dieser Kategorien, die ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit benötigen werdet. Hier seht ihr schon, ich habe also nur in dem Video eine der beiden Möglichkeiten hier gewählt, nämlich die Tastatur. Aber die andere Möglichkeit wäre noch, dass wir die Maus benutzen können, um die Verhaltensdaten von unseren Versuchspersonen zu tracken. Und hier seht ihr, ihr habt einmal ganz klar aufgeschlüsselt, wieder hier psychopie.event.maus. Hier sind also alle Sachen drin, die wir für die Mausbewegung benutzen können. Also ein einfacher Boolean, der anzeigt, ob die Mausbewegung, die unsere Probanden machen, auch als Mauszeiger im Fenster von Psychopie angezeigt werden können. Wir können die Position zurücksetzen, wenn wir das wollen, sodass wir zum Beispiel am Anfang von jedem Trial immer die gleiche Ausgangssituation haben, wenn wir uns zum Beispiel dafür interessieren, wie schnell eine Mausbewegung von einer zur anderen Seite des Bildschirms gemacht werden kann oder wie schnell eine Auswahl gemacht werden kann, also die Reaktionszeit für eine Mausbewegung, dann macht es natürlich auch Sinn, diese Maus immer wieder auf eine Standardposition zurückzusetzen und dementsprechend kann man hier diesen Parameter anpassen und ihr seht hier, der Mausbefehl, der hat, jetzt ist auf einmal Win ein Keyword-Argument, das heißt, wir müssen hier gar kein Fenster mit übergeben. Das, was wir hier auch genauso ansteuern können, ist, wenn ihr also hier die Maus
benutzt, wenn ihr die Maus importiert habt, dann könnt ihr euch mit maus.getPos die momentane Position relativ zum Fenster anzeigen lassen. Dann, wenn der Mausknopf gedrückt wurde, dann könnt ihr zum Beispiel definieren, was euch zurückgegeben wird. Man könnte zum Beispiel sagen, sobald der linke Mausknopf gedrückt wird, dann würde ich gerne wissen, wie da die Zeit war, zum Beispiel relativ zum Anfang des Trials und so weiter und so fort. Alle Möglichkeiten, ihr könnt natürlich auch hier das Mausrad ansteuern lassen und so weiter und so fort. Ihr habt hier also eine große Auswahl und genauso groß ist natürlich auch die Auswahl für CycloPy.event mit den Keys. Wir haben hier einmal die Möglichkeit zwischen Wait Keys zu wählen und Get Keys. Da sind die Namen auch wieder relativ sprechend. Auf der einen Seite, wenn ihr die Wait Keys Funktion aufruft, dann würde man dahinter einen Trial vermuten, der x-beliebig lang sein kann und die Funktion oder die nächste Funktion wird erst aufgeführt, wenn ein Knopfdruck erfolgt ist. Das heißt, hier wartet also das ganze Experiment auf die Eingabe eurer Versuchsperson. Und GetKeys, das ist eine Funktion, die aufgerufen wird, wenn irgendwann ein Input erfolgt ist. Also beispielsweise, wenn ihr sagt, wir interessieren uns jedes Mal, egal ob gerade die Instruktionen gezeigt werden, ob wir das Feedback zeigen, ob wir gerade visuelles Rauschen zeigen und so weiter für den Input unserer Versuchsperson, dann würde man die GetKey-Funktion benutzen. Das ist tatsächlich praktisch relevant. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen konstruiert an, das Beispiel. Das ist aber praktisch relevant, wenn man ganz kurz einen Stimulus präsentiert und danach für längere Zeit einen anderen. Die Versuchsperson aber zum Beispiel eine Einschätzung darüber abgeben soll, was in dem ganz kurz präsentierten Stimuli gezeigt wurde. Und man kann natürlich nicht erwarten, dass wenn eine Versuchsperson für 100 Millisekunden einen visuellen Stimulus präsentiert bekommt, dass sie auch innerhalb von diesen 100 Millisekunden eine Antwort gibt. Deswegen würde man dann sagen, okay, hier ist zum Beispiel GetKeys die korrekte Wahl, die richtige Funktion, schlicht und ergreifend, weil wir danach einen anderen Stimulus zeigen können, ohne dass wir jetzt zum Beispiel wie bei WaitKeys für eine bestimmte Eingabe auf eine bestimmte Eingabe warten müssten. Und ihr seht auch hier, da setzt sich sozusagen die Logik fort. Wir haben also bei WaitKeys auch wieder eine große Anzahl von Keyword-Arguments. Das heißt, diese Keyword-Arguments helfen uns dabei, jedes Mal ein bisschen näher zu spezifizieren, was eigentlich diese Funktion in unserem Experiment machen soll. Und wir können dann immer weiter eindampfen, was für uns relevant ist. Beispielsweise können wir sagen, du sollst zwar auf eine Keyboard-Eingabe warten und der Default ist für immer. Man könnte jetzt aber hier auch sagen, es ist ein Any Numeric Value, das heißt, wir könnten hier einen Integer oder einen Float eintragen, um ein Ende vorzudefinieren. Ja, also wenn in diesem Zeitpunkt dann kein Tastendruck erfolgt ist, dann wäre der Return, das was die Funktion uns zurückmeldet, None. Und ansonsten würden wir bis zur Unendlichkeit auf den Tastendruck unserer Versuchsperson warten. Eine Keylist hier ist auch möglich, dass wir sie übergeben. Wir haben das in unserem Experiment auch gemacht. Das kann alle möglichen Tasten auf der Tastatur umfassen. Typischerweise bei uns, wenn ihr euch daran erinnert, haben wir A und L benutzt und Space. Das könnt ihr natürlich aber halten, wie ihr das möchtet. Ihr seht auch hier, ihr könnt euch einmal auch zurückgeben lassen, timestamped equals false ist in diesem Fall der Parameter. Ihr könnt also wenn man der Funktion traut, dann würde man hier rauslesen, dass ihr euch eine bestimmte eine Reaktionszeit zum Beispiel zurückgeben könnt. Also wann wurde dieser Knopf zum Beispiel relativ zum Trial-Beginn gedrückt. Der Default ist false. Wir können den natürlich auch auf true setzen. Oder wir können hier, und da kommt dann auch wieder die, das Coole an Python, aber auch an anderen Programmiersprachen raus, wir sind jetzt nicht festgelegt auf diesen Boolean True oder False, sondern wir können auch eine eigene Uhr übergeben. Und dann, if a clock
core.clock is given, then the time will be relative to the clock's last reset. Das heißt, wenn ihr die Reaktionszeit haben wollt, relativ zum Trial-Beginn, dann müsstet ihr wieder hier die Dokumentation aufrufen, schauen, aha, unter Core, da gibt es diese Clock-Funktion. Wir hatten das schon vor ein paar Minuten einmal angeschaut und da gibt es die Möglichkeit, diese Uhr zurückzusetzen. Und das müsstet ihr sozusagen dann am Anfang des Trials machen. Und dann würde diese Uhr auf 0 gesetzt, wieder hochzählen. Und sobald hier CycloPy.event.getKeys aufgerufen wird und dieses Timestamp hier oben gleich der Clock ist, also der Uhr, die ihr generiert habt, dann würde diese Uhr ab dem Zeitpunkt, wo die Versuchsperson die den Knopf drückt, dann wurde da sozusagen eine Zeit zurückgemeldet werden. Als letztes schauen wir mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive auf die CycloPy-Dokumentation. Also wichtig ist natürlich, dass niemand von euch in irgendeiner Form erwartet, diese Dokumentation auswendig zu kennen und irgendwelche Funktionen auswendig zu lernen, welche Parameter damit übergeben werden. Ihr müsst aber ein nicht intuitives, aber so ein bisschen systematischeres Verständnis dafür entwickeln, wie Funktionen aufgebaut sind und wie man diese Dokumentation zu lesen hat. Und diese Dokumentation ist manchmal noch ein bisschen, also sie ist natürlich gewachsen, sie ist manchmal vielleicht nicht so einfach zu lesen, aber sie ist trotzdem gut genug, dass man mit einem verhältnismäßig geringen Zeitinvest auch gute Ergebnisse produziert. Und das Zeitinvest, das ist das, was euch niemand abnehmen kann. Ihr müsst euch einmal selber durchklicken, durch diese Dokumentation, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo könnte ich denn eigentlich eine Funktion finden, die mein spezifisches Problem am besten umsetzt oder meine spezifische Vorstellung von dem, was in meinem Experiment passieren soll, umsetzt. Das ist das eine. Das andere ist, man muss ein bisschen, ja, diesmal wirklich ein intuitives Gefühl dafür entwickeln, dass CycloPy eine historisch gewachsene Software ist. Und da sind Menschen ausgestiegen aus den Projekten, es haben sich bestimmte Programmierparadigmen geändert, es ist von Version Python 2.7 zu Python 3.x gewechselt worden und so weiter und so fort. Und entsprechend ist natürlich auch die Dokumentation damit gewachsen. Das heißt, ihr könnt euch in vielen Fällen darauf verlassen, dass ihr das findet, wonach ihr sucht, aber eben nicht immer. Und da kommt dann der letzte Teil, der euch viel, viel Arbeit abnehmen wird, zu tragen. Nämlich über diese Dokumentation hinaus gibt es auch eine sehr nette und höfliche Community von Leuten, die viel mit CycloPy arbeiten. Und das findet ihr natürlich auch hier bei CycloPy.org, und zwar im Forum. Und wenn ihr euch da anmeldet, dann werdet ihr weitergeleitet und dann habt ihr hier eine Vielzahl von Foren-Threads. Da ist sehr, sehr viel Wissen drin. Und dieses Wissen solltet ihr anzapfen. Ihr könnt diese Foren-Threads nach bestimmten Kriterien durchsuchen. Ihr könnt auf der anderen Seite aber auch eigene Fragen stellen, natürlich. Und selbst wenn euch diese Fragen doof vorkommen, die Community ist lieb und nett genug, um auch Fragen, die euch vielleicht ein bisschen doof vorkommen, zu beantworten. Und gerade wenn ihr schon darauf verweisen könnt, liebe Community, ich habe in der Dokumentation nach einer bestimmten Funktionalität gesucht, habe sie aber nicht gefunden, dann würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass ihr da kein negatives Feedback bekommt, sondern ganz im Gegenteil, sehr viel Hilfestellung. Und entsprechend würde ich euch einmal empfehlen, schaut euch euer eigenes Experiment an, macht euch einen Plan, welche Funktionalitäten ihr bereitstellen müsst, damit eure Versuchsperson dieses Experiment auch korrekt abschließen kann, dass ihr auch Daten bekommt, die man nachher statistisch auswerten kann. Der zweite Punkt ist, schaut euch die Dokumentation an, macht euch einen Überblick, versucht vielleicht sogar so eine Art Tabelle aufzuzeichnen, wo ihr bestimmte Funktionalitäten an die Dokumentation knüpft. Also Window ist zum Beispiel der Standardfall. Instruktionen würde dann einmal aus einem
Window bestehen. Instruktionen werden aber auch durch einen Text-Stim bestehen und dann beispielsweise auch durch ein Event, also einen Knopfdruck. Dann hättet ihr zum Beispiel drei verschiedene Funktionalitäten, die dieses eine Instruktionsfenster realisieren müsst, und das könntet ihr dann aufschreiben und dann systematisch abarbeiten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn das alles nichts hilft, dann könnt ihr natürlich mich anschreiben, aber natürlich auch Fragen an diese wunderbare Zyclopy-Community stellen, und da werdet ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Antworten finden. Also viel Erfolg und viel Spaß beim Programmieren.